Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Origin. Mit mir, dem Jan. Ich werde jetzt mit dem Wächter sprechen. Aber nicht dadurch laufen, weil da das Krokodil ist. Glaube ich zumindest. Hab einen neuen Ort entdeckt. Bin ich nicht eben letztes Mal schon hier lang gelaufen? Eben. Das war bei mir gestern, aber egal. Das ist gewiss ein schlechtes Omen. Hi. Ich dachte, die heiligen Krokodile von Krokodilopolis wären zahm. Ich weiß nicht, was da los war. Petessoros hat noch nie jemanden angegriffen. Seine Augen wurden rot. Hast du es gesehen? Zürnt Sobek uns etwa? Neck. Selbst die Götter wenden sich von den Menschen ab. Wo ist Petessoros jetzt? Unser Priester Sehetep brachte den Gott zurück zum Becken im Tempel. Ich habe ihn noch nie so gesehen. Irgendetwas ist hier faul. Nein, echt. Ich sollte mir das Krokodilgehege anschauen. Hätte ich ja nicht gedacht, dass da was faul ist. Soll ich da unten? Jetzt soll ich da unten beim Krokodil untersuchen? Das wird nichts. Ich bin jetzt der Doofe, der da reingeht. Eine Spur vom Priester. Petessoros ist aufgebracht. Ich bleibe lieber unbemerkt. Jemand wurde hier verletzt und ist dann die Treppe hochgegangen. Eine faulige Flüssigkeit. Ah, der Gestank brennt in den Augen. Ah, Neck. Ein Kadaver. Angekaut, nicht gefressen. Jetzt ist die große Frage, wie komme ich da hinten hin? Habe ich mir gedacht, dass ich da nicht durchkomme. Wie soll ich denn bitte schön nach da unten kommen? Kann sich nicht da durchzwängen. Irgendwie muss ich doch da reinkommen. Von hier hinten. Ja, von hier hinten komme ich da rein. Mann. Wo war das jetzt da? Also muss ich da über diese Mauer? Wahrscheinlich komme ich jetzt hier zu 100% nicht hoch. Okay, dann halt doch. Jetzt stürzt er aber hier gleich ab. Muss ich weh. So. Ein Priestergewand. Es ist voll mit Blut. Wer auch immer das trug, war schwer verletzt. Die Blutspur führt nach draußen. Hätte ich auch irgendwie anders da reinkommen können? Wo führt denn dieser Gang hin? Achso. Ich finde das ja eigentlich mit dem Vogel viel zu leicht. Das hier zu finden. Früher fand ich das besser mit dem Adlerauge, dass man da in der Nähe sein musste. Jetzt fliegst du da lang.
Muss gar nicht ranzoomen und guckst da halt nur an dem roten, an dem gelben Ding. Zerfleischt von wo das in der Nähe ist. Was hat er hier gemacht? Gift für die Krokodile. Warum legen wir uns mit den Krokodilgöttern an? Mische in einer sauberen Pilole den Inhalt einer braunen und einer schwarzen Fiole. Nur eine pro Krokodil in ihrer Fresse. Vorsicht, zu viel ist tödlich. Aber sie sollen nur krank werden. Hol dir das große Krokodil. Die anderen sind nur ein Bonus. Nicht mit bloßen Hand anfassen. Schwärze, die Haut brennt wie Sau. Trifft die Giftmischerin am südlichen Hafen, wenn du fertig bist. Melina, der Hibiskus, wie die Blume. Achte darauf, den Namen richtig zu sagen. Sie hat schon Menschen getötet, die ihn falsch gesagt haben. Schön. Das war der Mann, der die Krokodile vergiftet hat. Er hat die Befehle von Melina, dem Hibiskus, bekommen. Ein schöner Name für eine Mörderin. Sie ist beim Neorion Marina Arsenal im Süden. Wer wagt es, einen Gott anzurühren? Ich erledige die Blasphemikerin. Bitte sag kein Krokodil. Nee, das ist nicht gut. So. Dass das immer so weit weg ist. Ich weiß auch nicht, was ich so sagen soll. So. Ein Pferd zu rufen lohnt sich nicht. Weil das Pferd ist nicht schneller unterwegs als ich zu Fuß. Dann werde ich... Ich bin ja am Überlegen, ob ich... Ach du Scheiße, hier ist ein Krokodil. Ob ich nur die Story aufnehmen soll oder auch den ganzen Nebenquests. Furcht, um an unser Geld zu kommen. Furcht vor was? Weil ich bin ja schon bei Folge, was weiß ich, 60. Hier drin, ne? Hier ist der Ort. Der Hibiskus ist sicher in der Nähe. Eine Frau sollte unter Ptolemäus Soldaten nicht schwer zu finden sein. Die Frau ist 30, also Level 30. Immer diese Ladezeiten. Ist die Munition voll? Nein. So. Jetzt laufe ich hier einmal rum. So, was macht er? Dreht er sich um? Als ob er die ganze Zeit da stehen bleibt. Jetzt dreht er sich um. Weißt du? Da kann er noch nicht mal zu hochklettern. Hilft den Zivilisten. Die große Frage ist, wo läuft er jetzt lang? Oder bewegt er sich überhaupt? Leg.
nicht sein. Ich ruf die Truppen. Tust du nicht. Ach, ich bin schon scheiße. Ich bin fast tot. Bisher nicht. Hey, was? Ich schlitze ich auf. Zu langsam. Wer schießt hier? Jetzt rennt er weg, der Schütze. Was ist das denn für eine Scheiße, ey? Jetzt rennt er wieder weg. Gegen den habe ich überhaupt keinen Bock zu kämpfen. Durchhalten. So, der erste Hauptmann ist tot. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Als ob der da hinten mich gesehen hat.
Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. So, du hast mich schon mal nicht gefunden. Also ich hab's erledigt, aber die sterben jetzt alle, aber ich hab's erledigt. Ich finde, der sollte mal verschwinden, dieser mit dem roten. Wie weit kann ich hier drehen? Jetzt sinnvoller darüber zu schwimmen? Ich schwimme da jetzt rüber. Scheiß drauf. Mein Ziel ist doch nur, die da zu töten. Sehetek wird trotzdem zufrieden sein. Die Menschen hatten große Angst. Die Krokodile werden sich auf wundersame Weise erholen und er wird seine Opfergaben bekommen. Dieser verdammte Priester ist der gierigste heilige Mann, den ich kenne. Ich würde ihn bewundern, wenn er nicht seinen eigenen Lügen glauben würde. Mein Agent sollte schon zurück sein. Wehe, er hat sich schnappen lassen. Dann wird er auf mysteriöse Weise erkranken. Die Priester schmieden einen Komplott mit den Soldaten und den Giftmischern. Was haben sie vor? Dein Ziel sind die Templerkrokodile. Deine Ziele sind die Templerkrokodile. Sorge dafür, dass du Petesuchos erwischt. Das Größte. Die anderen sind nicht so wichtig. Töte keiner von ihnen, sonst hältst du den Kopf dafür hin. Mach sie nur krank, möglichst mit etwas, das ihre Augen angreift und dramatisch aussieht. Achte darauf, dass man das Gift nicht nachweisen kann. Bezahlung über dem Hauptmann, wie üblich, versau es nicht. Eine giftige kleine Frau. Talentiert, aber verdreht. Sehetep. Er war der Priester am Tempel. Götter. Immer die Priester und das Geld. Das Gift war nur zur Schau. Immerhin werden die Tempelkrokodile nicht sterben. Ich sage es dem Wächter. So, das werde ich aber erst in der nächsten Folge machen und sage jetzt vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.